Zwischen 1973 und 1979 gab es mit dem Prototyp Trabant 610 einen neuen Versuch des ehemaligen Automobilherstellers VEB Sachsenring, den legendären Trabant zu modernisieren und zu verbessern. 20 Funktionsmuster wurden insgesamt gebaut, wobei das 20. Muster natürlich am weitesten entwickelt war. Hier sehen wir die Projektmappe und die Schlüssel zum Funktionsmuster 18, welches wir zum Filmen bereitgestellt bekamen. Der P610 war bei näherem Hinsehen eigentlich die letzte Chance auf ein echtes Nachfolgefahrzeug für den Trabant 601. Echt in dem Sinne, neue Technik und neue Karosserie. Denn alles, was danach kam, war mehr oder weniger kompromissbehaftet oder Kosmetik. Beispielsweise der 601 WE2, der augenscheinlich eine ganz moderne Karosse hat, unter der aber ganz normale 601 Zweitakttechnik steckt. Das heißt, alte Technik im neuen Kleid. Oder der umgekehrte Fall beim Trabant 1.1, der ja dann noch in Serie gegangen ist, 1990. Da hatten wir zwar komplett neue Technik, aber die alte Karosserie. Somit war der 610 eigentlich die letzte Chance, dem 601 einen echten Nachfolger. Neu gestaltete Karosserie, neu gestaltete Technik. Und damit wirklich ein, sagen wir mal, dem Weltstand entsprechendes Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Aus dem originalen Fahrzeugbrief geht hervor, dass dieser Trabant mit dem Kennzeichen XK5193 im Bezirk Karl-Marx-Stadt, heutiges Chemnitz, auf den Eigentümer Sachsenring Automobilwerke Zwickau zugelassen wurde. Aus der Kartei steht stillgelegt am 5.01.1985, was daraus schließen lässt, dass das Auto noch 5 Jahre lang nach Abbruch des Projektes zugelassen war. Der Innenraum war gegenüber dem Trabant 601 komplett neu und vor allem modern gestaltet. So hatte der P610 eine richtige Mittelkonsole, Regelung für die Heizer, neue Schalter, Verkleidungen und neue Sitze in komplett anderen Farben. Das Kofferraumvolumen ist mit 241 Litern, damals erfolgte die Angabe jedoch noch in Kubikdezimeter, um einiges geringer, als es mit 420 Litern bei der Trabant 601 Limousine der Fall ist. Optisch sehr viel schnittiger, interessanterweise aber mit dem höheren Luftwiderstandsbeiwert. Höher als beim Zweitaktmodell 601. Trotz all dessen vorstehender Kanten, Regenrinne, Lampenring und so weiter, das ist ja, was es ja hier alles so nicht mehr gibt, hatte dieses Fahrzeug in der Konzeption noch einen höheren Luftwiderstandsbeiwert, erst bei den letzten Funktionsmustern, als man sich dann doch für ein Steilheck entschieden hat. Einschließlich der Verschmutzungsgefahr für die Heckscheibe und des Zwangs, dann doch in Heckscheibenwischer serienmäßig bringen zu müssen, hatten diese Konzeptions- oder diese Funktionsmuster tatsächlich einen höheren Luftwiderstandsbeiwert als der 601. Man kann es kaum glauben, aber es ist Tatsache. Das Erscheinungsbild des Trabant 601 war ja schon in den 70er Jahren am Ende doch mehr als angejahrt, mehr als moralisch verschlissen. Moderne Viertaktmotorentechnik als Ersatz für den Zweizylinder-Zweitakter des 601, in dem Falle von Skoda. Die DDR hatte sich dort vorgestellt, nachdem sie das Projekt 760, das Gemeinschaftsauto, das RGW-Auto zusammen mit der Tschechoslowakei einseitig abgebrochen hatte, hatte sich die DDR vorgestellt, für den 610 tschechische Motoren zu bekommen. Das hätte auch funktioniert. Die Tschechen haben sogar zugesagt, den Motor Typ 760 zu liefern ab 1982, was dazu führte, dass der Serienanlauf des 610, der für 1979 geplant war, dann nochmal 3 Jahre verschoben wurde. Im Übrigen leistete der 1100 Kubikzentimeter Vierzylinder Viertakt-Reihenmotor 45 PS bei einem Verbrauch von ca. 8,5 Litern auf 100 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 125 Kilometer pro Stunde, somit war mit dem nur 730 Kilogramm leichten Auto ein flottes Fahren durchaus möglich. Und das wäre natürlich das deutlich modernere Gesamtkonzept gewesen, mit 2 und 4 Türen in Vollheckausführung, ein dem Weltmarkt oder dem Weltstand entsprechendes Fahrzeug. Den Anfang machten 3:1:5 Modelle. Und bei 2 dieser Modelle hatten die bekannten Formgestalter Dietl und Rudolf ihre Finger im Spiel. Das dritte Modell hat der Jürgen Humuth aus Zwickau gemacht. Und das heißt, das zweite, erstes und drittes waren von Dietl und Rudolf. Und das dritte hat dann tatsächlich das Rennen gemacht. Und es wurde gesagt, auf dieser Basis machen wir weiter. Und es entstand dann das allererste Funktionsmuster 1974, ein roter P610
der dann zuallererst mal zeigte, wo die Reise mit dem neuen Fahrzeug hingehen könnte. Insgesamt gab es 5 Generationen Funktionsmuster in den Jahren 1974 bis 1979. Immer wieder wurde im Detail verbessert, verändert, in der Gestaltung nachgebessert. Es wurden umfangreiche Tests gemacht, wurden Crashtests durchgeführt. Und es gibt auch sogar schon gestalterische Elemente, die man später beim ganz anderen Trabant wiederfindet. Beispielsweise beim Funktionsmuster 12 die Gestaltung des Frontkühlers oder des Kühlergrills besser gesagt. Mit der Anordnung dieser, mit der asymmetrischen Anordnung dieser Schlitzreihen. Das finden wir viele Jahre später beim Trabant 1.1 wieder, der dann serienmäßig genau so ein gestalterisches Element an der Frontmaske mitbrachte. Während man sich noch sehr lange beispielsweise an Rundscheinwerfern festhielt, gab es dann in der letzten Generation, in der Generation 5 der Funktionsmuster, doch den Gestaltungsentwurf mit integrierten Blinklicht mit Rechteckscheinwerfern. Und man besann sich dann darauf, nachdem man lange Zeit an der verschmutzungsfreien Heckscheibe festhielt und deswegen die Neigung der Heckscheibe relativ flach ausgeführt hat, besann man sich dann doch darauf, auf ein Steilheck zu gehen, zu sagen, okay, die steile Heckscheibe verschmutzt zwar, das ist aerodynamisch bedingt, aber die Gesamtaerodynamik des Fahrzeugs wird dadurch deutlich besser. Man wollte gerne die Kosten im Zaume halten, hat sich deswegen lange dagegen gesträubt, auch weil man gesagt hat, Heckscheibenwischer als Serienpflichtlösung ist zu teuer. Von der Ausstattung her insgesamt musste sich der Wagen zu der Zeit vor keinem Auto dieser Welt verstecken. Wir wissen das auch im Westen, da beispielsweise bei einem Golf 1 der rechte Außenspiegel noch aufpreispflichtig war, genau wie das beim der Trabant 601 hatte nie einen ab Werk und der 610, auf solche Dinge wollte man anfangs verzichten, man sieht es auch an den Funktionsmustern. Ja, und in der letzten Generation, in der Generation 5, Funktionsmuster 18, 19, hatte man dann doch nochmal die Neigung der Frontscheibe geändert, nämlich das Ganze flacher gestaltet, dafür eine steiler stehende Heckscheibe, die Gesamtaerodynamik des Fahrzeugs verbessert, bis dahin, dass eine steiler stehende Heckscheibe mit dem Steilheck insgesamt ja den Raum, den das Auto bietet, deutlich besser ausnutzt. Im November 1979 erfolgte der Beschluss, dieses Projekt abzubrechen, in dem Sinne, dass beschlossen wurde, die vorhandenen Typen Trabant 601 und auch Wartburg 353 über das Jahr 1985 hinaus zu produzieren. Damit war klar, dass die DDR auch in ihrem, auch wenn es noch keiner wusste, letzten Jahrzehnt werksneue Oldtimer produzieren wird. Und 1980 waren von den 20 Funktionsmustern, die es vom P610 gab, noch 14 erhalten. Weisungsgemäß mussten davon 9 für Crashversuche verwendet werden, um sie anschließend dann zu verschrotten. Die anderen sollten fahrbereit abgestellt werden. Aber es sind heute tatsächlich nur noch 2 übrig. 2 haben überlebt, nämlich die Funktionsmuster 18 und 19. Und die gehören heute zum Bestand des August-Horst-Museums in Zwickau. Sind dort zu sehen in der Ausstellung, zumindest 1 davon. Und die anderen sind im Laufe der 80er Jahre in irgendeiner Weise verschollen, verschrottet worden, wie auch immer. Sie sind weg. Die ursprüngliche Idee war, den Motor des Skoda 100 in den P610 zu bauen. Und die DDR hatte, obwohl sie einseitig die Kooperationsvereinbarungen zum Thema Typ P760 mit der Tschechei aufgekündigt hatte, das Gemeinschaftsfahrzeug, das RGW-Fahrzeug, trotzdem den Wunsch, weiterhin mit den tschechischen Nachbarn zusammenzuarbeiten. Und beim 610 sollte es dann so werden, die Tschechen haben gesagt, ihr könnt den 760er Motor bekommen, das aber erst ab 1982. Motor und beispielsweise Scheibenbremsen Marke PAL sollten aus der Tschechei kommen. Im Gegenzug sollte die DDR Getriebe, Gelenkwellen und Lenkungen liefern. Das war die Idee dahinter. Man hätte also zwischen tschechischen Fahrzeugen Skoda und dem P610 einiges auch an gleichen Bauteilen gehabt, an gleichen Baugruppen. Das hätte sich wiederum bei Wartung und Pflege im Werkstattalltag und so weiter bezahlt gemacht. Aber eben auch aus diesem Projekt wurde am Ende keine Serienfertigung, weil die DDR irgendwann die Entscheidung treffen musste, was machen wir in der ersten Hälfte der 80er Jahre? Sorgen wir für ein neues Nutzfahrzeug?
Da ging es um den IVL 60 aus Ludwigsfelde, der seinerseits ja auch schon Verspätung hatte, als er dann 1987 tatsächlich in die Serie ging. Oder bauen wir einen neuen PKW, also den Typ 610. Beides ging nicht. Sie mussten sich dafür entscheiden für eins. Da spielte natürlich das neue Nutzfahrzeug die wichtigere Rolle, weil sowohl die Wirtschaft bis hin zur Landesverteidigung, die ja als Sonderbedarfsträger immer bevorzugt beliefert wurde, natürlich gesagt haben, wir brauchen den neuen LKW viel dringender als ein neues PKW-Modell. Und so ist dann am Ende auch der 610 gescheitert und nicht in die Serie gegangen. Vielen Dank wieder fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben oder gar ein Abo da. Ich bedanke mich wie immer. Bis bald, euer Jan.